bei Elobau sind theoretisch mehrere tausende Artikelvariationen möglich. Wir haben auch sehr viele Artikel, die sind ziemlich baugleich, aber sind in ihrer Grundfunktionalität natürlich unterschiedlich, was bei einem Einbau zu einer Maschine zu massiven Fehlern oder Störungen führen kann. Und deswegen muss hier genau geschaut werden, welcher Artikel passt. Wir haben mit dem Elostore gemeinsam einen virtuellen Assistenten gebaut. Der virtuelle Assistent soll sehr smarte Produktempfehlungen geben, was in dem Moment dem Elostore hilft, die Fragen, die sie immer bekommen, besser zu beantworten. Und dazu Fragen zu beantworten, die sie bisher noch nicht automatisiert beantworten konnten. Zum Beispiel zu Alternativen, zu Ersatzartikeln, zu Artikeln, die zum Beispiel auch veraltet sind und Artikeln, die auch kundenspezifisch sind. Also für mich war es das Wichtigste, dass Kunden sich selber helfen können bei der Produktsuche. Ich habe gelernt, dass man die künstliche Intelligenz nicht nur in der Medizin oder im Fahrzeugbereich zum Beispiel einsetzen kann, sondern auch welchen Nutzen kleinere Firmen, mittlere Firmen wie Elobau daraus ziehen können, indem der Support für die Kunden deutlich verbessert und vereinfacht werden kann. Mit meinem Hintergrund bin ich sehr häufig mit Firmen konfrontiert worden, wo sich Dinge nicht so schnell bewegt haben. In der Zusammenarbeit mit Elostore war das komplett anders. Man hatte das Gefühl, dass sich in kürzester Zeit die Dinge wahnsinnig schnell verändern und anpassen an das, was wir als Team entschieden haben, aber auch was die Anforderungen einfach von Kunden auch sind. Und so in kurzer Zeit was Tolles auf die Straße gebracht haben. Wir haben letztendlich was erschaffen, was ich mir am Anfang überhaupt nicht vorstellen konnte. Was ich mitnehme nach diesem Projekt ist auf jeden Fall, dass man jeden mit einbeziehen muss, dass man wirklich jedem verständlich machen muss, wie wichtig Daten sind.